damit hallo zurück. Eine nervenaufreibende Saison geht zu Ende, und trotz des erreichten Zieles mit dem internationalen Geschäftes, gab es am Ende hängende Gesichter in La Coruña. Die Truppe um Krolek präsentierte eine 0-100 Hinrunde, in der man sich förmlich in einen Rausch spielte. Die Champions League schien so gut wie sicher. Allerdings verspielte man seinen Punktepuffer sang- und klanglos in der Rückrunde. Sinnbildlich hier, dass man nur aufgrund des direkten Vergleiches in der kommenden Saison nicht in der Champions League ran darf, sondern nur in der Euroleague. Grad Krolek war sehr enttäuscht, dass man im finalen Ritt so fahrlässig agierte. Ja, es tut weh, wenn du so nah dran bist, dann willst du es nach Hause schaukeln, das haben wir nicht hinbekommen. Punktverluste gegen die Absteiger waren am Ende unsere Genickbrüche. Trotzdem muss ich meine Jungs loben. Das war ein Riesenschritt nach vorne, den wir gemacht haben. Die Fünferkette hatte hier und da noch so ihre Probleme, aber Offensive war das Einschullaufen auf höchstem Niveau und darauf wollen wir aufbauen. Es gilt nun, den Kader sattelfest für die kommenden Aufgaben zu machen, wir haben Bock auf den nächsten Titel. Euroleague-Ziel ist für mich ganz klar das Finale und mit ein bisschen Losglück erwarte ich das auch. Unser Ziel diese Saison ist für mich klar, ein Titel ist Pflicht am Ende der Saison. Die größte Challenge werden aber wahrscheinlich die auslaufenden Verträge von Puerto und Kochen werden. Mit der Champions League hätten wir erheblich mehr Argumente gehabt, dass sie bei uns bleiben wollen. Und man verlor keine Zeit und machte sich an die Kaderplanung. Es wurde lange intern diskutiert, wer geht, wer bleibt, wo will und kann man nachlegen. Und am Ende wurde sehr schnell klar, dass man die Offensive diese Saison nicht anrühren werde, dafür aber die Außenverteidiger komplett neu besetzen wird. Auch auf der Abgangsseite lagen die Dinge für Krolek klar auf der Hand. Geld in die Kassen bringen, ohne sein Tafelsilber zu verlieren. Am Ende traf es vier Spieler, die sage und schreibe über 100 Millionen Euro Ablöse in die Kassen spülten. Fun Fact hierbei, nur einer davon spielte letzte Saison überhaupt in der ersten Elf. Odriozola zieht es nach nur einem Jahr schon wieder weiter nach Italien. Der Rechtsverteidiger spielte eine solide Saison, Krolek war das aber am Ende zu wenig. Und in Anbetracht, dass man auf der Position nachlegen wollte, war ein Abgang die einzigst richtige Lösung. 10 Millionen Euro überwies der italienische Club Bologna nach Spanien, um sich die Dienste Solas zu sichern. Nächster Abgang, Juan Hernandez. Hernandez war die letzten zwei Jahre verliehen, konnte auf den Stationen nie überzeugen, auf der anderen Seite spielte sich Shane Cloue fett in den Fokus der Startelf. Also nahm man die 20 Millionen Euro Ablöse von Real Valladolid an und alle Seiten waren glücklich. Und wenn man nicht weiß, wohin mit seiner Kohle, dann macht man einfach den Wolfsburg-Move. Die boten nämlich 50 Millionen Euro für den 19-jährigen Mittelfeldspieler Gabriel Neves. Krolek traute seinen Augen nicht und nahm sofort an. Als letztes traf es dann noch den spanischen David Hasselhoff aus La Coruña. Julen John Guerrero zieht es für 22 Millionen Euro nach Aston Villa. Der zentraloffensive Mittelfeldspieler war Opfer des Systems, wo im Neuen kein Platz mehr für ihn war. Somit ein verkraftbarer Abgang seitens der Herculinos. Als nächstes standen die Vertragsverlängerungen an der Tagesordnung. Beide Spieler waren gewillt zu bleiben, allerdings nur bei einer Verdopplung des Gehaltes sowie einer utopischen Handgeldforderung. Das erste Mal tat Krolek was, was er in dieser Dimension noch nie getan hatte. Er willigte ein. Kochen bleibt für zwei weitere Jahre die Nummer 1 in La Coruña. Und auch Abwehrchef Puerto verlängerte für die gleiche Länge. Man nahm 100 Millionen ein, und exakt diese Summe ging für die Verlängerungspakete beider Spieler drauf. Wenn man Krolek kennt, weiß man, dass er auf solche Forderungen eigentlich nie eingeht. Auf der anderen Seite zeigt das, wie wichtig diese beiden Spieler für sein System sind. Beide Spieler wären nicht ansatzweise zu ersetzen gewesen, weshalb Krolek sich dazu entschied, das Ganze durchzuwinken. Aber auch auf der Einkaufsseite musste noch etwas passieren. Neuer Linksverteidiger, José Gaya vom Liga-Konkurrenten Atlético Madrid. Der 34-jährige Spanier kostete 14 Millionen Euro Ablöse und soll die mangelnde Führungsstärke im Team verbessern. Zeitgleich schwächte man ein Team, was mit um die Champions League Plätze spielen wird. Auf der Rechtsverteidigerposition bediente man sich erstmal bei einem ablösefreien Spieler. Der 26-jährige Spanier Marc Pubill wechselt mit sofortiger Wirkung für drei Jahre zu den Herculinos. Er ist als Backup geplant und soll dem Kader Breite auf der Position geben, denn die A-Lösung war jemand anders am Ende. Pedro Porro streift sich ab dieser Saison das Trikot der Deportivas um.
Kröllig schaffte es, den spanischen Nationalspieler von Meister Real Madrid loszueisen, da Pedro mit seiner Rolle in Madrid alles andere als zufrieden war. 20 Millionen Euro Ablöse zahlte man für den 29-Jährigen am Ende und ist damit super happy. Pedro ist ein kompletter Spieler auf dieser Position und soll dabei helfen, die vorgegebenen Saisonziele zu erreichen. Und am Ende gab es nochmal was für die Fußballromantiker unter euch. Denn es ist tatsächlich passiert. Kröllig holt Van Bommel zurück. Kurt will dem Spieler noch einmal die Chance im neuen System geben, weil er der Meinung ist, dass Ruben dort endlich seine Stärken zeigen kann. Van Bommel ist aber vorerst für die zweite Mannschaft vorgesehen und soll sich dort in den Fokus spielen. Aber wie man bereits bei Van der Vaart und Chloe Fert gesehen hat, kann dies auch das Sprungbrett in die Startelf sein. Wir haben am Ende das Maximum für diesen Sommer rausgeholt. Und mit den neuen Flügeln in der Defensive aus meiner Sicht einen Champions-League-Kader geformt. Wir haben erneut gemerkt, dass unser Prestige-Level unserem Kader nicht gerecht wird. Unser aktuelles Prestige beträgt 15, der Kader ist aber auf einem Stand von 17. Umso mehr müssen wir diese Saison endlich die Eier auf den Tisch knallen und dürfen keine Angst mehr haben. Ich lasse keine Ausreden mehr zählen in dieser Saison. Der Kader ist das Maximum, was wir aufs Parkett bringen können, und diesmal auch in der Breite. Wenn es diese Saison nicht für einen Titel reicht, haben wir ein Problem, das muss man ganz klar so kommunizieren. Endrick, Van Persie und Kluivert werden Europa das Fürchten lehren, wartet nur ab. Zeitgleich haben wir einen der besten Keeper weltweit in unseren Reihen, zusätzlich den Abwehrchef der spanischen Nationalmannschaft mit Puerto. Im Mittelfeld mit Assan ein Ausnahmetalent auf seiner Position sowie gestandene Außenverteidiger. Der Kader ist so stark und ausbalanciert wie noch nie, jetzt gilt es, das auf den Rasen zu bringen. Auch die Experten können das nur bestätigen. In Anbetracht der aktuellen Situation ist der Kader an einem absoluten Max-Level angekommen. Nur ein Experte spricht von Abstiegskampf. Die Gegebenheiten sind klar. Kröllig braucht den Erfolg in dieser Saison mehr denn je, braucht der Kader allerdings den Druck, oder wird das am Ende das Zünglein under der Waage, wenn man am Ende ohne Titel dasteht? Finden wir es heraus in der nächsten Saison mit Kurt Kröllig bei Deportivo La Coruña. Viel Spaß! Kader steht, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Auf keiner Position geht irgendwie mehr. Auch in der Breite mittlerweile. Also, wenn das diese Saison nicht funktioniert, dann weiß ich nicht mehr. Also wirklich, dann bin ich überfragt. Aber soweit steht alles. Gaia, Führungsqualitäten 7. Das haben wir jetzt auch abgehakt dann im Kader. Pedro Porro, absolut gestandener Mann auf der rechten Seite. Vorne der Sturm steht, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Mittelfeld auch nicht, Verteidigung steht auch. Kochen ist gefühlt der beste Keeper in-game. Also, brauchst du immer alte Außenverteidiger, weil das die einzigste waren. Beide beste Lösung. Wir haben keine besseren Außenverteidiger bekommen. Das waren die beiden Creme de la Creme-Lösungen. Wie viel Handgeld hast du jetzt beiden gezahlt? Insgesamt 100 Millionen beiden. Kochen 65 und Puerto 35. Ansonsten wären die nicht geblieben, weil unser Prestige halt schlecht ist. Das ist ja das, was ich sag. Unser Prestige ist gerade eigentlich an einem Game-Over-Level. Du bist jetzt nur noch auf Erfolg angewiesen. Anders ist hier nichts mehr. Warum nur 2 Jahre? Weil ich keine Lust hatte, für beide 100 zu bezahlen. Dann ist, gefühlt ist das eine Do-or-Die-Saison jetzt, ja. Du kriegst nichts auf dem Markt. Wir haben, ihr müsst euch mal vorstellen, ich gebe Position ZM ein. Die besten Spieler, die ich angeboten bekomme, sind 5 Stärkepunkte schlechter wie das, was du eigentlich im Team hast. Und das gilt für jede Position. Verbobbel sieht nicht gut aus. Ich wollte den einfach hier reinpacken. Vielleicht passiert mit dem ähnlich nochmal was wie mit Kluivert. Wir haben den hier noch geholt. Wir haben geholt den hier. Ich konnte nichts kaufen. So, da muss ich einen 20-jährigen 4-Sterne-Talent holen. So. Ich konnte nichts holen. Gar nichts. Das hier ist noch okay, die letzte Saison. Das hier ist... Das Problem ist, dass du bei der Suche immer nur nach Sternen schaust. Somit nicht alle gescoutet. 3 Sterne auch nichts. Glaub mir das doch. Ich gebe 3 Sterne ein. Die sind 5 Punkte schlechter wie unsere. Wir hätten es von der Stärke nicht mal auf unsere Bank gepasst. Guck, wir haben hier 85er, 84er, 81er rumrennen. Da gibt's nichts. Deswegen habe ich auch Meller nicht abgegeben. Weil wir solche Spiele halt nicht kriegen. Ne? Das ist das Problem. Ja, bei der Suche... Ich liebe diese Diskussion, Chat. Glaub mir doch einfach, wenn ich einmal was sage. Da ist nichts.
Hey, lass mich raten, ich soll jetzt hier die Stärke höher stellen, weil es zu viele gefunden worden sind. Die sind alle besser, Chat. Er hier, das ist unser Mann hier. Stärke 73. Also, realistische kann ich rausnehmen, Jerome, ja. Du bist ja auch einer, der öfter hier am Stall. Nehmen wir das raus und dann holen wir uns Musiala. Ach, der will nicht. Bin nicht schlimm, dann probieren wir den. Ach, der will auch nicht. Aber wir können den Yildiz holen. Ach nee, da ist unser Spieler. Scheiße, Jungs, das ist unser. Der erste, der angezeigt wird. Ach, der hier ist auch unser. Wir sind am Peak-Level. Ansonsten hätte ich auch keinen Gaia geholt. Das ist das Beste. Hier, das sind unsere Leute. Die sind alle von uns. Das ist der beste Kader, den wir stellen können. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Das ist jetzt eine Saison, da müssen wir jetzt aufs Parkett bringen, damit wir den Prestige-Boost kriegen. Weil anders wird das nicht möglich sein. Und ich finde das nett, dass mir so viele reinschreiben, mach Charity-Galas, die mache ich jede Saison. Die mache ich mal am Anfang der Saison, die mache ich mal in der Mitte der Saison. Aber wir haben auch schon gesehen, auch damit haben wir schon mal Minus-Prestige bekommen. Das war auch sehr gut. Ja, aber so, das ist der Kader-Chat. Wir müssen jetzt schauen, was hier geht. Also aus meiner Sicht ist das ein Champions-League-Kader. Gerade auch die Offensive, wenn die wieder ansatzweise ähnliche Scorer wie letzte Saison hier pfeifen. Und Endrick hat zum Start nicht mal Stamm gespielt. Ne? Und Kluivert hat erst gegen Ende der Rückrunde wirklich oben bei uns gespielt. Nee, aber das ist der Kader. Ich habe jetzt sogar hier, was ich überhaupt nicht gerne habe, dass hier Leute sind, mag ich gar nicht. Aber auch dafür habe ich mich diese Saison entschieden, weil es nichts gebracht hätte. Denn wenn ich einen Saul jetzt abgebe, wird gar keinen Sinn gemacht. Der kennt wenigstens die Truppe hier. Mehr war nicht drin. Mehr war nicht drin. Was soll ich denn machen? Und weil mehr nicht drin war, gehen wir jetzt rein ins erste 5-0. Wer hat reingeschrieben, pack Multiva auf Links-V, damit ich den eigentlichen LV thematisiere? Wer hat das reingeschrieben? Gib dir selber ein Timeout. Poro 1-5, so wollen wir es sehen. So, zweite Halbzeit wird der Knoten platzen. Wir sind klar besser. So. Guck mal, ich kenne meine Truppe, Chat. Komplette Offensive funktioniert. Gnadenlos. Bringen wir einen Thunderfart. Gaia kommt runter. Aber zu null geht nicht, ne? Aber 4-1, Chat. Guter Start. Der LV mit einer 1. Schöne Sache. Und wir sind Erster. Pfeif ab die Saison. Wir wurden Meister. All good. Ist schön. Shane Kluivert wurde Torschützenkönig. Chat, war eine geile Saison. Spielt Arda Güler bei Villa? Echt? War der bei Villa? War der nicht bei Valencia? Was bringt uns denn der Bauhof? Nochmal 3% schneller. Ja, dann macht das mal. Make that. Wer ist das denn hier? Martin. Ab in der Reserve. Mannschaft der Woche. Das sind ein paar, Chat. Shane Kluivert. Was glaubt ihr, dass ich mit dem Verlänger hier und dann, dass der sich verpisst? Oder was ist los? Ah, Kochen ist einer der besten Keeper in unserem Speicherstand. Alleine wegen dem Konstanzwert. 95. Ich glaube, kein anderer Keeper hat den so hoch. Wenn man Stadion aus... Na, kommt immer darauf an. Du brauchst halt eine Fanbasis dafür. Wer ist das? Jungs, was wollen die denn jetzt hier mit unseren Leuten? Zweite gewinnt 1-0. Der rein. News Center. Der nächste. Der nächste in der Schlange unserer IVs. Bilbao. Athletic Bilbao. Heute noch eine zweite Mannschaft, ja, aber auf der Bank. Für den reicht es nicht mal da, in der ersten Elf zu spielen. Bilbao. Willem Klemm. Shane Kluivert. Is on fire. Perfekt. Suarez Eigentor. Aha. Willem Klemm hat aber Bock. Und hat gelbe Karte. Van der Vaart rein. Was ist denn mit den Suarez hier eigentlich los? Sag mal, läufst du irgendwie auf Halbgas hier oder was ist los? Runter mit dir. Sehr gut. Verteidigung steht. So, Benito Vorlage. Aha. Chat, wir sind da. Ich glaube, wir werden Meister. Die Einwechslungen funktionieren auch hervorragend. Und Shane Kluivert ist der beste Spieler der Welt. Pfeif ab da. Was ist denn? Wie lange willst du jetzt noch das dritte Spiel abwarten? Real nicht international. Wäre doch gut. So, haben wir es abgecashed. Jetzt kommt nichts mehr. Nee, den haben wir nicht verlängert. Puerto haben wir verlängert. Suarez hat noch Vertrag gehabt. Aber ich glaube auch nicht mehr lange. Ich glaube ein Jahr noch oder so. Aber offensiv sind wir wieder da. Wieder die meistgeschossenen Tore. Wellnesszentrum ist fertig. Hm, was können wir denn nochmal nehmen? Trainingsplätze werden gerade ausgebaut. Aktueller Effekt 45. Wenn wir ausbauen, haben wir weniger? Was ist das denn für ein Quatsch? Oder wir renovieren erstmal. Wir machen erstmal Renovierung. Ah, weil die Stehplätze Sitz werden. Okay, ja gut, das macht Sinn. That makes sense. Hm, Balance.
Restaurantbesuch plus 2, Kloibert verletzt, 2 Wochen. Als würde mich das jetzt wundern, weil der gerade so gut drauf war, ne? Mella, dann zeig du, was du drauf hast. Du warst einer der Besten in der Vorbereitung. Zeig, was geht. Körperlich. Gegen Real, Real Madrid. Was haben wir denn jetzt hier für die Fanartikel? Renovierung war das, ne? Müssen wir noch was renovieren? Ne, dann kriegt auch die Produktion einen Boost. Was bringt das denn hier? Scheiß Museum müssen wir dafür ausbauen, ne? Kriegen wir zwar immer die Nachricht, macht Verlust oder so. Schauen, wir haben letzte Folge kein 3D-Spiel gemacht. Letzte Mal in der Rückrunde war auch kein wirkliches Spiel, wo irgendein Turn da drauf war, dass wir uns da was angucken. Wenn, dann können wir lieber irgendein Euroleague-Spiel sehen oder so. Mal gucken, wie da die Anzeige ist oder sowas. Wie das da aussieht. Aber Real haben wir uns schon mal angeguckt. Halt. War alles grün mittlerweile, ne? Und Real auch nur noch gelb. Atletico gelb. Sociedad gelb, Barca gelb. Der Rest ist alles grün. Wir haben gerade Krise, ne? Bisschen. Kämpft um jeden Ball. Ja, darf man ja, die haben halt noch so ein scheiß Mbappé da rumrennen, ne? Bringen wir Yildiz. Bringen wir Gerib. Mbappé reicht einfach, ne? Moment! Wir sind noch da? Doppelter Enric? Grifo! Ah, ich hab gedacht Tor! Na, let's go! Let's go! Wie schätzt du Grifo? Vom Wegen, Chat! Grifo einfach der Gamechanger gewesen, Chat. 2 Vorlagen, bin in einer Minute und macht dann den Ausgleich. Da wisst ihr, warum der nächste Saison Karriere ändert. Wir hätten das gewinnen müssen. Torwart eine 1 sogar gehabt. Sociedad zieht vorbei. Aber die haben, glaube ich, auch noch nicht gegen irgendwie ein gutes Team gespielt, ne? Ey, können wir arbeiten. Aber nur eine 3, weil es 3 Standards gewesen sein werden. Wenn der spielerisch kacke war, aber die Standards gesessen haben. Du bist gerade irgendwie so ein bisschen am fallenden Ast hier, ne? Was ist da los, Junge? Junge, der hat einen Torrichter von 94. Was laberst du denn da? Der soll hier noch Tempo rein immer. Bei Tempo 90-90 reicht halt auch, ne? Fernschüsse braucht er noch ein bisschen. Shane Kloibert, 100 Millionen. Ist ein süßes Angebot, aber nein. Imagine, wir haben einfach ohne Shane 3-3 gespielt, Chat. Mit Shane hätten wir gewonnen. Jeder weiß das. Er möchte nächstes Spiel gegen seine alten Teamkameraden unbedingt spielen. Er meint, dass er fit genug wäre. Wie reagieren sie? Fängst du mal an? Ist ja gut. Ist ja gut. Fängst du mal an? Ich lasse ja gerne mit mir mal talken, ne? Was haben wir denn jetzt gemacht? Vereinsmuseum dort noch 32. Trainingsplätze sind fertig. Die können wir wahrscheinlich auch nicht weiter ausbauen, weil wir dafür auch das Trainingszentrum brauchen. Das dachte ich mir. Schulungszentrum geht nicht. Mietskaserne ist Quatsch. Medienzentrum, was bringt das? Bonus auf Medien, höhere Fanartikelverkäufe. Ja, Haupt. Will Benito Vorlage, 5. Minute. 5-0 wird das. Bringen wir Damien. Und Benito kriegt Applaus. 2-0. Wichtig wird halt, wir müssen. Barca wird diese Saison wichtig werden. Und Atletico müssen wir auch knacken. Mit Real geht's tatsächlich bei uns. Also ich glaube, unsere Bilanz gegen Real ist nicht schlecht. Und von den 3 großen Vereinen die beste, glaube ich. Ja, einfach 4,5 Sterne, der Bruder hier. Manndeckung muss da noch ein bisschen zulegen. Das muss immer passend zur Karriere schauen. So, in die Karriere passt das halt nicht rein. So, ich kann halt hier nicht ein spanisches Interview reinmachen, ne? Was haben wir denn hier? Gruppe 2. Union, Monaco, Brügge, Schachtyo, Olympic, Lissabon, Tottenham. Villa, Wolfsburg, Marseille, Menu, Lazio, Istanbul, Fener, Florenz. Ich kann es nicht mal aussprechen. Moment mal, wir haben ja an Wolfsburg unseren ZM verkauft. Ja, aber durch die Gruppe müssen wir durchlaufen. Harry Becher, Doppelpack. Wie kann das eigentlich sein, dass die zweite so viele Gegentore kassiert? Erderik, rote Karte hier. Wie lange ist denn der gesperrt für ein Spiel? What the fuck? Ist das ein Bug oder was? Hier ist er nicht gesperrt. Lassen wir den einmal oben. Persi startet wieder. Und Shaney ist auch wieder da. Let's go. Das muss ein ganz gemütlicher werden hier. Eins hier, was mir so ein bisschen Bauchzwicken macht, sind diese frühen gelben Karten da jedes Mal bei uns. Und jetzt machen wir mal die Zündung da vorne rein. 8 Chancen. Was ist denn hier los? Hallo?
Mella, Junge. Da bist du doch. Und Shaquille auch noch. Gut. So sieht das Ergebnis doch hervorragend aus. So, sind wir wieder Erster? Natürlich sind wir Erster. Barca, ihr seid die Saison fällig. Wenn nicht diese Saison, dann weiß ich auch nicht mehr. 3 Punkte mehr als letzte Saison und mit 3 Punkten mehr als letzte Saison werden wir diese Saison in der Champions League. Ne? Wie viele Saison hast du noch geplant? Du hast mein Ziel war, dass ich diese Woche die letzte Saison habe, damit ich einen Abschluss habe mit WrestleMania. Weil danach wird es erstmal eine FM-Pause geben, weil ich halt nicht aufnehmen kann und nicht schneiden. Das ist halt, glaube ich, nicht so geil für die Karriere. Aber geht halt jetzt nicht anders. Was soll ich tun? Kann man nichts machen. Bauhof nochmal auf 39%. Abfahrt. Wir gehen mal im Vergnügungspark. Und du magst Messi ja nicht. Das ist auch eigentlich eine maximale Falschaussage. Ich habe nie gesagt, dass ich Messi nicht mag. Ich weiß aber, dass es Leute triggert, wenn man Messi frontet. Und ich kann ja nichts dafür, dass der so schlecht ist. Aber ich finde, das ist ein netter Mensch. Ich frage mich, wann die Leute mal bis zum Ende komplett zuhören und nicht mittendrin aufhören. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe es aufgegeben, auf den Moment zu warten. So, was haben wir hier? Platz Nummer 6. Dass Mbappé nicht der teuerste Spieler ist, auch schon wild, ne? Garnacho, ich bin ehrlich, du solltest den Verein wechseln. Tja, du wärst ja nicht mal Bank bei mir, Junge. Du würdest zweite Mannschaft Deportivo spielen. Schnappschüsse von ihrem ganz normalen Arbeitsalltag im Internet. Ungezwungen, konzentrierte Atmosphäre scheint die Fans zu beeindrucken, Chat. Ungezwungen. Kurt Krölleck. Kurz gedacht, ich habe die nicht nominiert. Die sind aber einfach nur nicht da. Perfekt. Leistenriss, Leistenpumpe. Was haben die denn hier gemacht, Alter? Soll die Scheiße hier? Wie lange fällt der aus? Haben die alle keine Lust hier, oder wie? Saul startet. Habe ich mit ihm so abgesprochen. Henrik 1-0. 1-0. 1-1. Kenan Yildiz, let's go. Und Mella macht auch noch einen. Mein Gott, ey. Aber Gegentore trotzdem viel, ne? 6 Spiele, 7 Stück. Genau so, Harry, ne? Haben wir so besprochen. Machst du gut. Ich wieder zu große Ziele. Diese Saison ist eine Do or Die. Ich will hier mindestens einen Titel haben. Mir egal, ob Meister, ob Euroleague oder Copa zum zweiten Mal. Ein Titel muss hierher. Ohne Wenn und Aber. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Griffo wichtig werden kann in dem Spiel. Melano. Ah, da ist doch der Griffo-Chat. Da ist er doch. Mach den Deckel drauf. Und Mella mit Vorlage. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Sind wir Erster? Wir sind Erster, weil Wolfsburg unentschieden spielt. Okay. I understand, man. Dann bauen wir Stadion zweite Mannschaft aus. Da rennen ja auch ein paar stabile Brüder rum. Können da auch mehr Leute gucken kommen. Freut sich auf Duell. Verletzungsserie. Ist gelaunt. Ja, Junge, dann verletz dich doch nicht, Alter. Da musst du mal aufhören, abseits des Platzes hier Schakalaka zu machen. Da bist du auch nicht verletzt. Wo ist der? Ja, let's go. Let's go. Das ist doch schön. Jetzt können wir nämlich hier schön Mittelfeld bisschen rumtricksen. Mella mit einer Bude. Duran mit einem Tor. Jetzt rollen wir hier drüber. Kriege ich gar nichts. IV nehmen wir mal eine Note mit. Und dann haben wir ein gemütliches 6-0. Nature Boy Montag. 19 Points. Platz Nummer Uno. Okay, Espanyol war auch letzter Chat, ne? Schön einen produzieren können. Wer war hier in der Mannschaft der Woche? Normal. Zockt der jetzt da mal oder wie sieht das? Guck mal, was ist denn der Chat? Wieso hat der immer ein Spiel rot gesperrt noch? Kann ich den da gar nicht zocken lassen, oder? Ja, perfekt. Der hat einfach eine 92. 92! Aber alle, hier, die beiden 87. Ja, Mbappé kommt halt über die Erfahrung, ne? Das spielt halt auch nochmal eine Rolle in dem Game hier. Beide gewinnen 4-1. Harry Becher, 3 Tore. Ne, dann wird's hier stehen, ne? Abschießen. Aber wir tun uns gegen Celta immer schwer, glaube ich, ne? Aber nicht jetzt. Nicht heute. Drüber rollen da. Bitte. Drüber rollen.
Sehr gut. Enric runter, dann nehmen wir Yildiz rein für Clem. Und wir bringen der LV. Benito macht auch noch einen. 3-0. Ja, ich bleib dabei, unser Kader ist krass. Real Madrid tut sie richtig schwer. Generell, Betis und Sociedad hier oben. Haben wir Betis letzte Saison nicht auch über den Acker gezogen? Was machen die da oben? Bauhof, weiter. Bisher sieht es sehr gut aus. Benito, erste Tor. Können wir dir sagen, Glückwunsch? Nö. Dann hast du halt einfach nur ein super Spiel. Oh, Duran drin ist gut für seine Dings, dass der bei Laune bleibt. Was wir mal schauen könnten, wäre unfaire Gehälter. Endrick und Van Persie. Hierarchie, Gaia, Kochen, Führungsspieler. Also der Einzige, wo ich jetzt gerade sagen würde, der hinkt seiner letzten Saison noch ein bisschen hinterher, ist Van Persie. Van Persie ist noch nicht so in der Zündungsphase, aber vielleicht er jetzt. Jetzt habe ich Grifo nicht mitgenommen, ne? Da muss Mella regeln gleich. Big Shack, das ist doch eine Scheiße! 6 Tage, Mann. Harry Becher. Das Stadion chantet schon. Harry Becher. Wolfsburg spielt schon wieder unentschieden. Harry Becher, es ist an der Zeit, die Schnürsenkel auch mal richtig zu binden. Bist ein guter Joker, Junge. Aber es ist halt wirklich so, wenn wir den bringen, der macht entweder eine Vorlage oder ein Tor. Mit einem von beiden ist er eigentlich immer am Start. Stadion, zweite Mannschaft. Ja, machen wir mehr Fans da, ne? Machen wir von 3 auf 4. 8 Tage. Wir wollen den Harry sehen. Wir wollen den Harry sehen. Die Abwehr hat gar keinen Bock gerade, wie ich das hier so feststellen darf. Dann geht Suarez in die Mitte. Nee, so nicht. So, Enric, also direkt ein Tor machen, ne? Und dann kannst Pause machen. Harry Becher! Und Ika hat auch Bock gehabt. MVP des Spiels und Grifo Torvorlage. Benito, 2 Tore. Ne, 2 Vorlagen, 1 Tor. So. Chat, die zweite Garnitur sitzt einfach auch hervorragend. 3 Punkte vorne. Poro sieht man nichts wieder. Ja, aber ich glaube, das ist wieder so eine Position. Wir haben keine Karriere, wo jede Position irgendwie einen Impact hat. Und in der Formation wird es wahrscheinlich der Rechtsverteidiger sein. Aber das ist gerade das verkraftbarste Übel. Kannst Gefühl hinstellen, wenn du willst. Odriozola war genau das gleiche. Der hat 2 Spiele mal gut gehabt und dann wieder... Endrick Tor, Shaquille Tor. Das ist halt mittlerweile echt kacke hier, das ganze Abstellen. Fanartikelverkauf ist fertig. Dann können wir jetzt immer noch nicht da rein. Hä? Es ist nice, dass die zweite Garnitur hier sitzt. Also die Auswechselspieler. Wenn du die bringst, haben die auf jeden Fall Impact. Ist jetzt kein, den du reinwirfst und Bauchschmerzen hast. Charity Gala. Sponsor steigt +1. Kurztrainingslager +5, +10. Ja, jetzt hast du die Scheiße hier wieder. Jetzt machen wir hier immer Verlust. Den klar besser. Der Ball muss nur reinfallen. Endrick, Dankeschön. Und schon sind wir doch Freunde. Somi rein. Gaia aber straight gute Noten, Chat. Linke Seite funktioniert alles, aber Rechtsverteidigerposition ist gefühlt egal, wenn du da hinstellst. Bringen wir einen Chaney und bringen den Kenan für Clem. 20. Beste Spieler. Hey Junge, also wenn du dir nicht die Torjägerkanone holst, dann weiß ich halt auch nicht mehr. Was können wir bei dem eigentlich einstellen, zwecks Forderung? Aber beide Sensation, Chat. Beide Außenverteidiger Sensation. Und jetzt sehen die 7 Gegentore schon wieder. Ja, die haben 6, ne? Atletico hat 7 und Villarreal 8. Und die meisten haben sie von uns kassiert im ersten Spiel. Wolfsburg, Ibiza, Junge. Wir haben eine Ibiza. Shaquil, du bist ready for the international. Mir ist egal, dann kein 3D-Spiel. Dann machen wir ohne. Mir soll das egal sein. Hat der die ganze Zeit +5, Alter? Was ist denn mit dem los? Hat der nicht gerade schon mal +5 gehabt? Abstimmen wir auf Nein, dann machen wir ohne. Ich weiß gar nicht, wen die da rumrennen haben. Auch scheißegal, wen die da rumrennen haben, weil wir haben Mella und Endrick. 3-0.
Ich glaube, Henrik noch 2 Jahre, 3 Jahre. 32. Ja, gerade dominieren wir alles. A-Jugend gewinnt 3-0. Dauerkartenverkauf sind wir sowieso meilenweit entfernt. Hatten wir schon mal Schwongi. Ich glaube sogar mit Schalke. 1007er Stärke, meine ich. Ich meine, mit Schalke hatten wir das mal. So, jetzt spielen wir gegen den Letzten hier. Jetzt will ich aber was sehen. Wie Sie sehen, sehen Sie gar nichts. Der hat bis gerade eine 6 gehabt, Chat. Bis vor dem Tor hat der eine 6 gehabt. Ergo, der wird schön 10-mal aufs Tor gerannt sein und 8-mal daneben geschossen. 1000% ist genau das passiert. Aber er macht's wieder gut. Ja, und wie gut der das macht. 4 Stück. Ja! Kenan für Assan. Saul für Klemm. Evato. Duran auch noch mit einem. 6-0 gegen den Letzten. Aber Henrik hat es ja wieder gut gemacht. Aber ich glaube, der hätte in dem Spiel locker 7-8 Tore machen können. Aber die lassen nicht locker da hinten. Es sind immer noch 3 Punkte. Ein Stürmer schon mal so gut. Ja, Tjaaland hat auch eine kranke Zeit gehabt bei uns. Tjaaland war auch krass. So, jetzt wird es eine interesting Woche. Atletico Sevilla. Ja, wir müssen halt gucken. Ich glaube, bei Sevilla ist Mourinho Trainer. Wir müssen halt auch ein bisschen jetzt auf die Frische achten. IV, nehmen wir den runter. Dass wir ein bisschen wenigstens kaschieren können. Mela, zeig, dass die zweite Garnitur hier sitzt. Schön. Alcazar rein. Weiter geht's. Ich lass Harry durchspielen vorne. Genau wie Benito. Die zocken durch, das passt. Ist denn Real hier, ey, 19 Punkte? Da geht ja gar nichts. Hey, Damien, Junge. Bin begeistert. Hast gut gemacht, bist jetzt wieder akklimatisiert, dann kommst wieder mit. So, und genau das wollten wir haben, Chat. Jetzt sind wir hier zumindest auf dem Dampfer. Porro ist auch ready gleich. Das sieht gut aus. Puerto ist fit. Ja, spielt gar nicht gefühlt. Super. Zweite Mannschaft. Pokal ist er gut. Hier kriegt er 3 Spiele. Hoffentlich steigen die ab. Und der performt sehr gut. Die kommen halt wahrscheinlich über die Erfahrung. Die kommen über gar nichts kommen die. Über gar nichts kommen die. Nix abgeschossen werden die. Gaia gegen seinen Ex-Club. Die Saison wird die Saisons der Saisons. Von der letzten Saison. Hendrik, zack. Deckel drauf. Benito Tor, Damien Vorlage. 6-2 gegen Atletico. Und die rennen in der Champions League rum. So was rennt in der Champions League rum, Chat. Ich habe komplett Panik hier. Wen haben die hier rumrennen? War der Geier wohl doch der bessere Linksverteidiger bei euch, wa? Der hat nämlich eine 1,5 und ein Tor gemacht. 7 Punkte. Ah, das muss, Chat. Also, ja, hier in der Saison 15 Tore hat er schon. 15 Tore? Also, ich glaube, so einen krassen hatte ich noch nie. Tjaaland hat auch eine kranke Saison gehabt, aber... Höchstform 93. Was hat er für eine kranke Stärke? Wir sahen mal alle Hochform gerade. Ich glaube, wir haben noch kein Spiel verloren, Chat, ne? Beziehungsweise, glaube ich, auch noch keins unentschieden oder so. Ich glaube, wir haben alles gewonnen bisher. Haben wir schon eins unentschieden gespielt? Stimmt, gegen Real, Chat. Ein Unentschieden gegen Real Madrid. 51 Tore in 13 Spielen. Ach, Chat. Ich habe euch gesagt, die Offensive wird Europa das fürchten lernen. Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Kloiwert macht Poisken. Klemm macht Poisken. Hendrik spielt erste Halbzeit für internationale Erfahrung. Glaube ich gar nicht so schlecht. Evato ist wieder ready. Können wir so schieben? Na klar, oder? Hendrik eine 4. Boah, mit einer 4 will ich dich ungern runternehmen. Mach mal irgendwie 3-5 bis zur 68. So rein. Und Mittelfeld bringen wir Kenan. Weil wir wissen, Kenan immer für... ein Scorer gut. Wenn du irgendwas thematisierst, kriegst du das danach um die Ohren. Wenn es eine Verletzung ist, wenn es eine Siegesserie ist, immer. Immer. Das Game hört einfach zu. Aber hier sind wir durch die Gruppe. Da passiert gar nichts. Das ist jetzt gerade irgendwie nur von Spiel zu Spiel rushen hier, aber wir haben halt leider zu viele. Was sollen wir tun?
Damien auf Van Persie. Das lese ich doch sehr gerne. Grifo auch am Start. Draogo am Start. Persi macht was für seine Scorer. Porro mit einer 2 direkter Antwort. Ist gut. Kenan rein. Kloiwi rein. Laufen lassen. Duran mit einem Tor. Kloiwi mit Vorlage. Das läuft hier gerade einfach Chili-Mili durch. Mir gefällt's. Die Zeit musst du gerade nutzen, dass du alle bei Laune hältst. Und gerade sehe ich keinen Verein, der uns hier aufhalten will. Oh, die kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Und Meller unterschreibt neuen Vertrag. Sind wir damit auch clean? Passt das doch. Spieler organisieren eine Feier. Ey, gerade läuft das überragend. Hier wird Party gemacht. Hier, Copacabana Connection ist auch am Start. Du hast gut trainiert. Hatten wir unfaire Gehälter? Nein, oder? Doch, ein. Suarez Puerto. Na gut, das können wir regeln. In der Verlängerung. Schade. Ei, was ist denn mit dem Sturm los, sag mal? Enric, ich bin ehrlich zu dir, du wirst pausieren jetzt, das ganze Spiel. Weil es kann sich lieber ein Duran verletzen als Enric jetzt. Enric kriegt ganze Spielpause. Klemmfrische auch überhaupt nicht vorhanden gerade. Meller, sehr, sehr gute Saison. Auch mit dem Wissen, dass er nicht Stamm ist, ne? Ah, Kloiwert einfach besser. Freistöße jetzt auch auf 81. War selbst ein Grifo-Chat, Alter. Guckt euch das an. Selbst Grifo ist komplett da. Wir haben gerade ein richtiges Luxusproblem in der Truppe und ich finde das gut. Kannst schön durchmixen, durchwechseln. Eine Verletzung tut jetzt nicht so weh. Jetzt zeige ich mir aber bitte, dass wir in der Offensive nicht nur von Enric abhängig sind. Ja, wir machen vorne die Buhnen wieder nicht. Harry Becher ist wieder absolut nervös. Shane Kloiwert dreht das Ding. Duran rein, Benito rein. Damien Yildiz rein und... Let's go! Shane Kloiwert, 2 Vorlagen, 1 Bude selber gemacht. 10 Punkte. 10 Punkte Vorsprung. Wir spielen gerade eine gefühlt perfekte Saison. Mit dem Wissen, dass wir gegen Real Madrid 3-0 hinten lagen. Wohlgemerkt. Fitness sieht auch stabil aus. Torjäger sieht auch stabil aus. Wer ist Mbappé? Shane Kloiwert ist ebenfalls ready. Benito, absolut geiler Joker. Pedro Porro fährt jetzt endlich seine Noten ein. Duran mit einem Tor. Er bedankt sich direkt bei mir. Benito Vorlage, Meller Vorlage. Also gerade läuft hier alles. Kannst du sehen, was du willst. Affengruber. Enric, let's go. Kein Gegentor bisher, Chat. Wir spielen hier gerade eine absolut kelline Saison. So, jetzt ist aber auch wieder gegen Tabellenplatz Numero 2. Tabellenplatz Numero 2. Klemm bleibt drauf, die bleiben drauf. Kochen. Du hast gut trainiert. Everto. Du hast ebenfalls gut trainiert. Hier weiß ich nicht, was wir mit dir machen. Du bist einfach da. Du bist vorhanden. Sensationell. Shane ist, glaube ich, noch 2 Tage drauf. 75 Millionen, Alter. Ja, Porro rein. Mal Porro rein, Chat. Das hier verstehe ich nicht, Chat. Das macht keinen Sinn. Das muss ein Bug sein. Und wir konnten alle nominieren, aber die dürfen trotzdem nicht spielen. Verstehe ich nicht. Haben wir schon. Wir haben den schon für ein Spiel hochgezogen. Das hat aber auch nichts geändert tatsächlich. Am Start der Saison hatten wir das einmal gemacht. Aber der bleibt, sobald du ihn in den zweiten schiebst, hat der eine rote Karte. Guck mal, sieht aber auch nicht so schlecht aus. Der braucht halt, ne? Oder das Ding ist eventuell schon durch. Weiß ich nicht. Die sind Dritter, aber nur 2 Punkte hinterm Ersten. Wenn wir das jetzt packen, dann muss viel passieren. Gegen den Zweiten. Ica Benito belohnt mich, dass ich ihn draufgelassen habe. Meller 2-0. Also ich habe keine Ahnung, wer uns gerade schlagen will. Wenn das nicht mal eben Manchester City ist, sehe ich da gerade keinen. Ein Klemm mit einer 1. Bringen wir mal wieder einen Thunderfart. Gegen den Zweiten gewonnen und wir schrauben hoch auf 12 Punkte Vorsprung. Jetzt noch gegen Barca und das Ding ist durch. Also eigentlich kann hier nicht mehr viel passieren. Muss ja so einen gnadenlosen Einbruch haben. Und mit Einbruch meine ich nicht das, was wir in der letzten Saison gehabt haben, sondern noch richtig. Aber wir können ja hier gerade schieben, wie wir lustig sind.
Persi-Start. Danach kommt sogar Barca-Chat. Nochmal Benito starten. Wir brauchen Persi für Barca. Bitteschön. Lass mal nochmal drauf. Weil er noch ein Tor mitnehmen muss, Chat, weißt du? Ich kenne ja meine Pappenheimer. Damit wir den mit einer 2 runternehmen können. Damien Assan. Na, Pedro hätte ich gehofft, dass der noch eine Dings hat. Aber dann müsste er den mit einer 4 runternehmen. Wir marschieren gerade. Benito gefühlt besser als Dings. Ja, mehr Impact gerade, ne? Persi hat gerade ein bisschen Handbremse an. Und jetzt Barca noch schrubben. Und dann wären wir da. Na, wobei Everton. Nee. Jetzt wird's ganz wild hier. Bleib mal drauf. Hat er gut gemacht. Van Persie für so. Und Endrick für. Boah, wobei Duran vorm Hochchat. Muss den spielen lassen. Alles andere wäre fahrlässige Scheiße. Barcelona. Wette ist drin. Könnt ihr reingehen, Chat. Ihr wolltet einmal kurz Bundesliga gucken. Ne? Bundesliga, Schalke Abstiegskampf. Wie immer. Bayern Euroleague. Da, wo sie hingehören. Dortmund Zweiter. Leverkusen Erster. Real Life Shit hier ein bisschen. Wirtz zockt hier immer noch. Auch gar nicht mal so stark, ne? Zweite Bundesliga, Hamburg, Rostock. Rostock, Chat, mit unserem Stürmer. Let's go. Noch haben wir hier alles under control. Wir sind die bessere Mannschaft. Und deswegen wird Duran jetzt halt 1-0 machen. Oder auch nicht. Let's go! Mann, Alter! 13 Punkte! Ja, alle die ganze Zeit euphorisch. Ich finde das geil. So, jetzt werden wir ja einmal ganz kurz ein bisschen Schoni-Moni machen. Zack. Pochen formtief, weil er gerade nichts zu tun kriegt wahrscheinlich. Aber ist gut. Unfaire Gehälter auch nichts. Oh, Chef, wir sind gerade maximal da, ne? Hier hauen wir die Weihnachtsfeier rein. Jetzt kommt nur noch Fallobst. Da treffen dann auch mal die Verteidiger. Und der macht auch noch einen. Und Saul auch noch einen. Schön, 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 Chat. Leider haben wir ein Gegentor kassiert. Bisschen peinlich, ne? Ey, aber Kochen, Chat. Road to bester Spieler der Liga. Cosmo Platzwunde. Oh, die haben verloren. Gegen RCD Mallorca. LOL. Unsere zweite spielt gegen Mallorca. Was ist da los? Du bist jetzt schon mal, ja, jetzt noch nicht, wir kennen das Spielchen in dem Game, aber wir sind gerade auf einem maximal guten Weg. Geht raus und spielt ordentlich Fußball. Die sind dritter, Chat. Wir können die Spanne noch größer machen. Wir könnten. Guck mal, die wichtigen Dinger macht der Griffo, ne? Griffo ist dafür ein Dosenöffner. Und hinten raus kommt der Henrik nochmal. Der denkt sich, ey, ich muss 20 Tore in die Hinrunde schießen. Dann sind wir doch da. 5-0. Zwei Buden braucht er noch, Chat. Zwei Stück. Was ist das denn für ein Spiel jetzt hier? Wer ist das denn, Chat? Wer sind die denn? Benito Duran, zweite Mannschaft. Harry, Junge. Henrik raus. Harry Becher startet. Hier startet Meller. Grifo geht raus für Kenan. Was eigentlich Blödsinn ist. Damien kommt runter. Saul startet und Kenan startet hier. Gaia geht wieder rein und in der Verteidigung gehen wir mit Puerto wieder rein. Also Meller hat auch so eine kleine Breakout-Season gerade, nach langer, langer Zeit. Er stand maximal auf der Kippe, hat dann Glück gehabt, dass wir keinen besseren gefunden haben. Und diese Saison ist er komplett am Überperformen. Und Benito ist so ein geiler Supersub. Harry Becher, Chat, das wollte ich lesen. Junge, rollen wir da drüber. Alcacer kommt auch noch rein. Können wir im Mittelfeld noch irgendwas wechseln? Kriegt Assan noch ein paar Minuten. Komm, mach 10-0. 10-0, Shane Kluivert. Mach 12-0. Wir haben noch ein bisschen. 11-0. Junge. Benito hat 3 Tore und 4 Vorlagen gemacht. Guck dir das mal an. 2 Spiele. Ekelhaft. Ekelhaft, Junge. Ich glaube, der Torwart wechselt danach die Sportart. Der hat keinen Bock mehr. Gib mir Real Madrid. FC Andorra. Saul in Höchstform. Wir können gerade machen, was wir wollen. Ich finde das geil, Chat. Kannst du immer wieder betonen? Wird unsere Saison. Mannschaft der Woche.
Nito, vollkommen zu Recht, du bist absolut geiler Spieler. Vincenzo, da war eine brutale Gurke. Jetzt gerade war Ding spanischer Pokal tatsächlich, war nicht Euro. Copa del Majestete, Pastetenkönig, keine Ahnung. Benito, mach mal ein Päuschen, ne, ruh dich mal aus, fahr mal zu der Familie, geht in den Freizeitpark, macht irgendwas Tolles. Irgendwas Tüftes auch mal machen. So, Harry Becher, du musst kurz Platz machen, ne? Weißt du selber. Damien Clemmy und Yildiz Azan. Jetzt gegen den 19. Chat. Es war so klar. Ich habe es aber bewusst nicht ausgesprochen. Weil wir es eh drehen werden, ist klar. Oh, Shane, was ist da los, Junge? Ich muss dich schützen. Puerto eine 5, das geht natürlich überhaupt nicht. Ich sehe in der Defense los. Müssen wir die stabilisieren? Dann werde ich das jetzt tun. Endlich in der 87. Let's go! Ekliges Spiel gewesen, Chat. Aber wir haben es gewonnen. 13 Punkte Vorsprung, 69 Tore geschossen. Endrick hat seine 20 Tore in der Hinrunde. Und wir sind erneut Herbstmeister. Mit einer besseren Voraussetzung als letzte Saison. Möchte ich nur mal so nebenbei erwähnen. Von Bommel Flanken verbessert. Weltklasse Diego Cochen. Internationale Klasse Suarez Puerto. Außenbahn Gaia internationale Klasse. Pedro im erweiterten Kreis. International Shane Benito Mella. Persi gerade der Einzige, der so ein bisschen dran zu knabbern hat. Aber ich sag euch ehrlich, das ist trotzdem eine absolut ekelhafte Statistik. Ne? Klar, der kommt aus der Saison. Aber schlecht ist das hier auch nicht. Mittelfeld. Sind die alle Weltklasse? Ganz klar, habe ich mich auch so sehen. Und der ist auch Weltklasse. Also da passt gerade alles, Chat. Wir haben eine Weltklasse-Truppe. Und Girona hat jetzt schon keinen Bock, gegen uns überhaupt aufzulaufen. Möchte bald erste Mannschaft? Ja, sicher. 30 Millionen? Das sehe ich nicht. Machen wir mal 184 Millionen. Harry Becher zurückversetzt. Hey Harry, du hast ein Tor gemacht, ne? Ja, sieht alles ganz gut aus. Du musst. Warte mal, machen wir mal hier. Nach der Woche, Kenan drin. Wie sensationeller Typ. Schöne Weihnachtsfeier. Also gerade, Chat, sind wir seit der kompletten Hinrunde auf einem absoluten Peak hier. Peaky Blinders. Klausi, danke für 18. Und Stevie, danke schön für den Prime. Welcome, welcome. Wer ist das denn hier? Gustavo, den kenne ich. Der ist scheiße. Was ist jetzt los? Wieso müssen wir gegen den letzten Mal 1-0 hinten liegen? Nehmt ihr die Gegner da nicht mehr ernst? Oder was ist los? Kann ich eine Brandrede machen? Euer Glück. Kann ich jetzt eine Brandrede machen? Jetzt zeigt sie nochmal. Verdammt nochmal. Pedro Porro auch beschissene Note. Gaia kommt jetzt rein und stabilisiert den Kasten hier. Willem Klemm ist ein bisschen überspielt, kommt raus. Shane Kluivert wird ein Tor machen jetzt. Let's go! Mann! Letzte Saison hätten wir das safe verloren. Wir hätten safe verloren letzte Saison. 1000%ig in Millionen. 21 Tore, Henrik. Bin sehr happy mit dir. Hol dir Europas Torjägerkanone. Hol dir die auch mal. Belohn dich mal selber. Alcazar, Erfahrungsstufe. Hier, Henrik. Wer seid ihr denn? Was habt ihr denn hier? 15 Spiele, 12 Tore. Du willst in der zweiten Mannschaft bei mir auf der Bank sitzen. Mbappé, hier zuhören. 17 Spiele, 11 Tore. Hau ab. Reserve wärst du. Kolo Muani, 13, 11 Tore. Die können ja alle nichts, Chat. Wonach geht das denn hier? Form ist gerade, die macht mir gerade ein bisschen Sorgen hier. Form ist gerade, irgendwie ist sie auch nicht da, ne? Hm? Genau so. Hat Enric ein Tor gemacht? Nee, ne? Aber 2-5 ist gut, nehmen wir mit, das reicht. Rahn-Tor, Shane Vorlage. Da hat Van Persie mal einmal kurz gezeigt, dass er auch noch vorhanden ist in dem Team, ne? Drei Buden. Wintertalente hören geht nicht, ne? Also habe ich noch nie gesehen. Espanyole, die haben Angst gegen uns. Ich weiß das. Real gegen Almeria, Barcelona gegen Granada. Aber sind doch alle Top-Clubs drin, ne? Bis auf Sociedad.
Gaia ist auch wieder da, kommt auch wieder rein. Kluivert startet. Benito kommt wieder mit. Wir gewinnen das. Mach was, Junge. Irgendwas, Chat. Ja, mach ein Tor. Gut. Hat aber auch nicht viel gebracht, ne? Trotzdem beschissene Note. Kenan ist so krass, ne? Wenn du den bringst, der macht immer entweder ist am Tor beteiligt oder macht ihn straight selber. Guter Mann. Road to 20 Punkte Vorsprung, Chat. 16. Ne, ich meine mit Tordifferenz, aber Tordifferenz juckt ja nicht. So. Tordifferenz juckt ja nicht. Ich war bei 16, aber Tordifferenz ist ja direkter Vergleich und der geht ja sowieso an uns. Stand jetzt. Direkter Vergleich ist bei uns. Ja, das ist, wir sind in der Liga eigentlich nicht schlagbar. Die Truppe ist Meisterschaftskader. International spielen immer noch andere Faktoren eine Rolle mit internationaler Erfahrung, dies, das. Da haben wir halt nicht viel. Aber was die Liga angeht, so und jetzt Auf- und Abwertung wird uns den Rest geben. Plus 2. Gute Leistung. Plus 2. Plus 1. Plus 2. Plus 1. Plus 2. Junge. Auch nochmal plus 2, ja sicher. Plus 1. Ey. Easy going. Heudung auch nochmal plus. Der kriegt minus. Der auch minus. Gut. Zuletzt enttäuschend. Eduardo, gute Leistung. Enric hat nur Konstantwert hochgekriegt, was eigentlich auch das Wichtigste ist bei ihm. Konstant gute Leistung ist eigentlich das Wichtigste, was der kriegen muss, dass der Wert hier hochgeht. Und plus 5 ist schon echt gut. 19 Spiele, 21 Tore. Also. Aber wenn du mal siehst, alle bei uns haben ihre Scorer da vorne, ne? Das ist schon echt krass. Als wenn der Kader genauso richtig zusammenpasst. Hier ist keiner bei, der gar nichts macht. Eine Sache. Also. Abschlusstabelle. Ich war gerade kurz empört. Wo sind wir denn hier? Spanien. Saison läuft, gar kein Vertrag aus. Alles verlängert. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier knackbar sein wollen. Oder sein sollen vielmehr. Sehe ich nicht. Für mich ist das die Meisterschaftssaison. Muss. Das kannst du nicht mehr verspielen. Es ist die maximale Dominanz, die wir jetzt zocken. UEFA oder Euroleague bin ich vorsichtig, weil wegen dieser internationalen Erfahrung hier, da haben wir halt viele, denen das hier fehlt, Erfahrung. Das könnte in den entscheidenden Spielen, glaube ich, eng werden. Weil da haben wir einige, die hier noch erfahrungstechnisch, und das kickt halt immer international rein. Aber normalerweise, das ist nicht verkackbar eigentlich. Wie soll das noch zu verkacken sein? Wir müssten ja gefühlt jetzt alles verlieren in der Rückrunde. Enric ist eine One-Man-Show. Steht doch hier, Einzelspieler. Der braucht keine Mitspieler. Braucht er nicht. Der macht das alles alleine.